Ich denke, dass wir in der evangelischen Kirche herausgefordert sind, vom christlichen Standpunkt her deutlich zu machen, welche Themen beim Umgang mit Minderheiten uns heute wichtig sind. Wir haben eben hier in der Landessynode etwas gehört über den Umgang Luthers mit den Juden und wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen. Wir haben gestern Abend über die AfD gemeinsam gesprochen. Auch da gilt es darum, das stark werden zu lassen, was von unserem christlichen Standpunkt aus unbedingt gesagt werden muss. Im Moment begleitet uns der erste Petrusbrief da besonders und fordert uns auch heraus, Stellung zu nehmen. Nicht zu schmähen, wenn man geschmäht wird. Nicht zurückzuschlagen, wenn man geschlagen wird. Und so weiter. Also ganz viele ethische Themen und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir das wieder neu durchdeklinieren, ohne dabei das Profil zu verlieren. Mir gefällt jetzt daran, dass wir wirklich zurückgehen zu den Bibeltexten und da gemeinsam als Fragende auftauchen. Nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt schon das Patentrezept in der Tasche. Und ich sehe es als ganz große Stärke der evangelischen Kirche an, dass wir da gemeinsam auf dem Weg sind und auch gemeinsam im Gespräch sind und uns da eine Positionierung erarbeiten.